Freunde und Freunde, ich bin Dennosch. Ich sehe zwar nicht so aus, aber ich bin der Hamster in seinem Kopf und ich heiße euch herzlich willkommen bei unserem neuen Video. Zieht euch rein. Moin, Freunde, Dennosch wieder für euch am Start. Ja, mit neuem Emblem-Video, Freunde. Ja, ich habe euch lange hungern lassen. Es kam schon lange kein Video mehr von mir, aber ich hatte irgendwie keinen Bock mehr auf Advanced Warfare und ja, hatte mich eigentlich so auf den neuen Emblem-Editor von Black Ops 3 gefreut. Und naja, ich wollte mich die Tage eigentlich die ganze Zeit mal dran setzen und mal wieder ein Emblem zaubern für euch, aber irgendwie hat mir dann, wenn ich mal Zeit hatte, so ein bisschen die Muße gefehlt und ja, mit dem neuen Call of Duty werde ich auch wieder komplett neu durchstarten, was das ganze Emblemgedöns angeht. Ich bin aber halt am Überlegen, ob ich in der Zukunft, wenn ich die Embleme hier rausknatter, einfach mal die Schnauze halt. Ja, muss ich mal so sagen. Ich bin am Überlegen, ob ich einfach nur noch die Tutorials ein bisschen mit Musik unterlege und dann für euch hier rausknüppel, Freunde. Ja, ist dann für mich immer ein bisschen angenehmer, weil nachts hier kann ich nicht so viel quatschen, weil, ja, da mache ich hier alle Leute bei mir wach und ja, das möchten wir halt nicht und deswegen ist es halt immer ein bisschen schwierig, aber Videos abends mal produzieren ist halt so eigentlich kein Ding, außer ich muss jetzt immer ein bisschen hier deutlicher quatschen, dann werden alle Leute wach und ja, wie gesagt, dann muss ich halt immer warten, bis man mal tagsüber Zeit hat oder mal keiner hier ist oder ja, bis hier mal so ein bisschen Luft ist und ein bisschen Ruhe eingekehrt ist und ja, ist halt so, wenn man Familie hat, Freunde, da kann man sich dann nicht immer alles so aussuchen, wie man das gerade so möchte und ja, muss man halt Kompromisse eingehen. Und ja, wie gesagt, deswegen ist das halt immer ein bisschen schwierig und dann bin ich am Überlegen, ob ich die Emblem-Videos halt unkommentiert hochladen werde, Freunde. Und dann einfach nur noch ja, mit Musik unterknüppeln und dann könnt ihr mir in die Kommentare natürlich auch schreiben, was ihr euch so wünscht und laberababer. Aber da seid jetzt ihr auch natürlich gefragt, was haltet ihr davon? Lieber mit Commentary oder halt ohne, ich meine Tutorial ohne ohne Gelaber geht auch. Ich sag mal, ihr seht ja, was ihr da machen sollt. Ihr müsst halt nicht mal im Gequatsch hier euch reinziehen, Freunde. Und ja. Ja, ihr seht es im Hintergrund hier. Son Goku entsteht hier und ja, hatte ich halt irgendwie so richtig Bock. Ja, toll. Hier Handy wieder an. Ist ja geil. Ja, ist ja wieder klaro. Ach, Mann, ey. Den ganzen Tag bimmelt's nicht. Dann ist man einmal hier am Mikrofon zugange und dann bimmelt die Scheiße. Ich denke mal, dass ihr das gehört habt. Ich lasse es jetzt einfach drin. Ich werde es nicht rausschneiden. Ist mir Latte, Freunde. Ja. Ich würde sagen, ihr müsst mir jetzt natürlich ein bisschen eure Wünsche da unten in die Kommentare reinknüppeln. Müsst ihr mir natürlich sagen, was ihr euch noch so wünscht. Ja, und dann gucke ich mal, ob der Dennosch das für euch zaubern kann. Also meine Wenigkeit. Ja. Ich werde auch natürlich wieder ein paar YouTuber mir hier zur Brust nehmen. Ich habe da auch schon einen Vorschlag bekommen und da war ich noch am Überlegen, ob ich das noch zu AW-Zeiten raushauen werde. Hab mir gedacht, nee, wartest du mal besser, weil, ja, Freunde, der Emblem-Editor von Black Ops 3, ich habe schon drauf spekuliert, dass es mehr Ebene werden, weil, ich sag mal, in dem Paint-Shop, also in der Lackiererei, wo man die Waffen halt lackieren kann, da hat man schon gesehen, dass man 64 Ebenen zur Verfügung hat und das ist schon Zuckerli für so einen kleinen Emblemzauberer, da ein paar Ebenen mehr, also gleich mal das Doppelte am Stissel zu haben, ist dann schon nicht verkehrt, Freunde, und deswegen habe ich mir gedacht, ja komm, dann warte mal besser, weil da kann man noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, wenn man halt ja ein bisschen mehr Ressourcen zur Verfügung hat und ja, habe ich halt riesig gefreut und irgendwie war dann so die Luft bei AW so ein bisschen raus und ja, ihr wisst ja selber, wie das ist so, ne? Zum Ende hin und wenn dann kurz vorm Neuen, dann hat man irgendwie keinen Bock mehr auf das Alte, dann spielt man lieber nochmal die ganz alten Call of Duties, bevor man das Letzte hier nochmal anpackt, also so geht es mir dann irgendwie ab und zu mal und ja, diesbezüglich habe ich mir ein bisschen, ja, wenn ich mal Zeit hatte, habe ich dann halt kein Emblem gestartet. Ne? Ab und zu muss ich auch mal zocken, Freunde. Und ja, das stand mir jetzt auch hier schon wieder so ein bisschen im Weg, muss ich dazu sagen. Ich war total geil auf Zocken, aber ich hatte auch Bock, so früh wie möglich jetzt ein Emblem raushauen. Also ich hatte das Spiel ja schon am 4., Freunde. Ja, am 4. War dann am Überlegen, ob ich was mache. Hatte auch Mittagszeit. Aber das Problem war halt einfach, ich habe dann irgendwie spitz bekommen, dass man das noch gar nicht vorher hochladen darf. Also habe mich da so ein bisschen schlau gemacht. Und da war ich natürlich ein bisschen, ja, auf Depri. Und ja, die letzten Tage ein bisschen wieder Zeitknappheit hier, wie bei mir immer am Start ist und ja, deswegen kommt dann heute halt erst was, Freunde, aber wie gesagt, das wird hier jetzt weitergehen.
Haut mir unten was in die Kommentare, was ihr gerne sehen möchtet. Ich sag mal, mit 64 Ebenen jetzt hier am Stissel, da ist schon ganz schön geil, muss ich dazu sagen. Das ist schon ganz schön geil. Also das sind, die Möglichkeiten sind ins Enorme schon gestiegen. Also das ist schon echt der Hammer, muss ich dazu sagen. Auch hier zum Beispiel bei dem Son Goku, zum Schluss wusste ich gar nicht mehr, was ich mit den ganzen Ebenen anfangen sollte. Also so die letzte, vorletzte, da war ich am überlegen, so was machst du hier noch, was machst du da noch? Hab dann da noch so ein paar Highlights mit reingehauen, ein bisschen ins Detail gegangen und ja, ich sag mal, das werdet ihr jetzt halt sehen, wenn ihr Bock habt, das hier nachzuerstellen. Und ja, was haben wir noch, Freunde? Ja, ja, eigentlich wären wir da soweit durch, Freunde. Ich habe den, glaube ich, erstmal nichts mehr hinzuzufügen. Wie gesagt, lang ist es her mal wieder, aber ja, kennt ihr ja von mir, oder? Aber wie gesagt, dennoch noch am Start und jetzt geht's halt wieder los mit Embleme und ja, lasst mir mal wissen, was ihr euch so wünscht, Freunde. Gebt mir natürlich auch mal so ein paar Wünsche offen, wenn ihr irgendwie eine Real-Life-Silhouette sehen wollt von einem YouTuber als Emblem, bitte unten reintackern. Auch wenn das zum Beispiel schon in AW einmal von mir erstellt wurde. Ich mache euch das gerne hier nochmal neu, Freunde. Und es wird auch viel geiler, weil halt viel mehr Ebenen zur Verfügung. Also mehr Ressourcen am Stissel. Und ja, was habe ich noch als kleinen Tipp? Achso, ihr seht ja hier oben rechts, seht ihr zwischendurch, da seht ihr die ganzen komischen Zahlen. Da X, Y, Z und was nicht alles da. Da könnt ihr halt dann so ein bisschen die Position nachvollziehen, wo ich was hingedengelt habe und wie ich es gedreht habe. Also ihr versteht das schon, wie ich meine. Also ist schon recht hilfreich. Ich habe mir am Anfang gedacht so, hey, irgendwie fehlen doch hier die Kästchen. Hab dann hinterher erst gesehen, dass man die Kästchen auch noch nachträglich einführen kann. Braucht man aber eigentlich gar nicht, weil man rechts da mit dem Daten, wie die oder Koordinaten, wo das Emblem gerade sitzt und wie es verzerrt wurde, eigentlich schon relativ viel mit anfangen kann. Also könnt ihr eigentlich das schon relativ ziemlich genau so wiedergeben. Und wenn ihr euch da so ein bisschen dran haltet und da öfter ein Auge drauf schmeißt, dann wird das auch relativ einfach. Ich meine jetzt auch für die Leute, die da halt nicht so geübt sind, weil ich sag mal, ich gebe mir schon ein bisschen Mühe bei den Emblemen, aber das ist dann halt auch immer so, dass sie halt etwas schwieriger sind, muss ich ja dazu sagen. Ich kann auch gerne mal ein paar einfachere machen, aber ich denke, also ich suche da immer selber so ein bisschen die Herausforderung. Und ja, mach's mir dann selber schwer, aber gut, das ist dann auch die Sache, wo es dann wieder anfängt, Spaß zu machen, wenn man dann, ja, am Ende ein geiles Emblem da am Stissel hat und seine COD-Karte da individuell gestalten kann, Freunde. Und ich denke, deswegen seid ihr auch hier und schaut euch jetzt das Video an, weil ihr halt auch ein Freund davon seid, eine, ja, ein individuelles, eine individuelle Gamer-Karte da zu erstellen. Und ja, Freunde, da seid ihr hier auf jeden Fall richtig. Wenn es euch gefallen hat, dann, ja, lasst es mich wissen. Gebt mir einen Daumen, Freunde. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann lasst es mich auch wissen, Freunde. Und dann wäre natürlich ein Kommentar natürlich auch nicht schlecht. Wie gesagt, Vorschläge für neue Embleme, Real-Life-Silhouetten, also YouTuber als Emblem. Und ja, Kritik, sonstigen Kram bitte unten in die Kommentare rein, Freunde. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Emblem, beziehungsweise beim nächsten Video vom Denosch, Freunde. Ich bin raus, euer Denosch. Spießfreunde, viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
You say you wanna try,